Bitte schön, Herr Ritter. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Zunächst möchte ich meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass das von uns eingeführte neue Instrument der Kurzintervention so viel Anwendung und Anerkennung findet. Da haben die PGFs mal was Gutes geleistet hier in diesem Hohen Haus. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war keine Selbstbeweicherung, das war ein Dankeschön an meine Mitstreiter und Mitstreiter, mit denen man an der einen oder anderen Stelle besser umgehen jetzt kann. Jetzt komme ich in Schwierigkeiten einer weiten Auslegung also, der Kurzintervention. Eine Kurzintervention. Liebe Kollegin Julitz, ist es richtig, dass die Fraktion oder meine Fraktion am 13.09. einen Antrag eingebracht hat zur Problematik kostenfreie Kinderbetreuung schrittweise einführen? Dieser Antrag hatte nicht im Inhalt, etwas über Qualitätsstandards und anderes zu beantragen, sondern dieser Antrag diente letztendlich dazu, das kann man in der Begründung nachlesen, das ist für das geneigte Publikum wichtig, dass wir darauf hingewirkt haben, den Koalitionsfraktionen zu helfen, den in ihrer Koalitionsvereinbarung vereinbarten Punkt zur Einführung der Kostenfreiheit in der Kita voranzubringen und einen schrittweise Plan eingefordert haben, wie diese Kita, diese kostenfreie Kita eingeführt werden soll. Deswegen, ja, Sie hätten uns ja einladen können, gemeinsam Gesetzentwurf zu machen. Deswegen ist es nicht ganz richtig, hier an dieser Stelle zu sagen, na, da haben Sie zur Qualität in der Kita nichts gesagt. Das war nicht Anliegen dieses Antrages. Und insofern wollte ich das hier nur noch mal zur Richtigstellung sagen. Und letztendlich hätte ich mir gewünscht, dass Sie als Rednerin der SPD, weil das Ihr Fraktionsvorsitzender angekündigt hat, hier noch mal erläutert hätten, warum Sie unsere Änderungsanträge ablehnen. Der Kollege Krüger hat gesagt, zu den Änderungsanträgen der Linksfraktion wird meine Kollegin Julitz sprechen. Kein Ton zu diesen Änderungsanträgen, außer der Bemerkung, wir haben darüber in den Ausschüssen gesprochen. Die Ablehnungsgründe, die würden mich da noch mal interessieren. Vielleicht können Sie da ja kurz gefasst noch mal sagen, warum Sie unsere Anträge abgelehnt haben, so wie das Ihr Fraktionsvorsitzender angekündigt hat. Bitte schön, Frau Julitz. Also kurz gefasst, in 2 Minuten wird das wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir in den Ausschüssen darüber beraten haben. Das waren exakt die gleichen Anträge. Ich danke explizit auch der Fraktion Die Linke, dass sie diese Forderung der beitragsfreien Kita auch schon viele Jahre auf dem Zettel haben, denn ohne sie wäre es natürlich im Verfahren schwieriger geworden, dass wir diese Forderung auch umsetzen können. Denn so viele Jahre, das reden wir darüber, deswegen ist es eine... Selbstverständlich haben wir das jetzt zusammen beschlossen. Trotzdem ist es natürlich schön, dass Die Linke das gleiche Ziel verfolgt und der Antrag, den Sie 2017 gestellt haben, ist ja in die gleiche Richtung gegangen. Nichtsdestotrotz haben wir die Begründung eben nicht mitbeschlossen, wenn da was zur Qualität stand, sondern wir haben die Punkte aufgeführt und da steht nichts zur Qualität drin. Insofern ist da... Ich denke, wir belassen es dabei. Wenn wir nochmal über die Gründe reden wollen, können wir das nachher gerne tun. Das wird aber in 2 Minuten nicht möglich sein, zumal wir in den Ausschüssen das beraten haben. Und das sind exakt die gleichen Anträge. Ja.